Gentrifizierung. Vielleicht schon mal gehört, aber nie richtig gecheckt? Dann mal keine Panik auf der Titanic. Hier bekommt ihr die Antwort. Alles klar, von Gentrifizierung spricht man, wenn man bestimmte Veränderungsprozesse in einem Stadtviertel beschreiben möchte. Meistens liegen diese Stadtviertel in der Übergangszone der Stadt, also nicht ganz zentral in der Innenstadt, aber auch nicht weit weg am Stadtrand. So ein Mittelding halt. Um die Prozesse zu checken, die hier abgehen, schauen wir uns mal so ein schickes Stadtviertel an. Obwohl, so schick ist es hier gerade eigentlich nicht. Ziemlich viele Gebäude sind ganz schön verfallen, einige stehen auch einfach leer. Kurzum, nicht so eine geile Wohngegend. Die Mieten hier sind dadurch im Vergleich zu anderen Stadtvierteln eher gering. Darum siedeln sich hier vor allem junge Leute an, die nah am Zentrum wohnen wollen, aber noch nicht so viel Geld haben, um sich das Wohnen direkt im Zentrum zu leisten. Das sind zum Beispiel Künstler oder Studenten. Manche von denen machen dann richtig geilen Scheiß. Sie eröffnen zum Beispiel coole Läden, hippe Cafés oder Kunstgalerien. Das Ganze wertet das Viertel ziemlich auf und macht es auf einmal auch attraktiv für besser verdienende Menschen. Oft spricht man dann auch von einem Szeneviertel. Jetzt sind hier nicht nur mehr junge Künstler und Studenten, sondern auch Geschäftsleute am Start. Viele Bauunternehmer checken, dass sich mit dem hippen Viertel ganz schön viel Geld scheffeln lässt. Deswegen renovieren sie die alten und teilweise leerstehenden Wohngebäude und fordern dann eine saftige Mieterhöhung. Außerdem eröffnen jetzt auch neue Läden und Cafés, die im Vergleich zu vorher verdammt teuer sind. Das alles können sich dann nur noch die besser verdienenden Einwohner leisten. Das Ganze ist also ein zweischneidiges Schwert. Einerseits wird das Viertel durch die ganzen Renovierungen ziemlich aufgewertet. Teilweise entsteht durch die Bebauung von alten Industriebrachen sogar neuer Wohnraum. Das ist ganz cool. Andererseits aber ist die Aufwertung des Viertels für die Künstler und Studenten, die als erstes hier gewohnt haben, ziemlich kacke. Die können sich die hohen Mieten nämlich irgendwann nicht mehr leisten und ziehen weg. Dann bleiben nur noch die besser verdienenden Geschäftsleute zurück. Und das hippe Viertel mit seiner jungen Bevölkerung und den coolen Läden gibt es an sich nicht mehr. In deutschen Großstädten passiert sowas ziemlich häufig. Bekannte Vertreter für gentrifizierte Viertel sind zum Beispiel Kreuzberg oder Prenzlauer Berg in Berlin. Aber Achtung, es kann auch noch krasser kommen. Wenn die Mietpreise immer weiter steigen und internationale Investoren einige der Gebäude aufkaufen, kann es selbst den besser verdienenden Einwohnern des Viertels zu teuer werden. Auch die ziehen dann schließlich weg in günstigere Viertel. Hier zu wohnen können sich jetzt nur noch die Reichsten der Reichen leisten. Mit dem hippen Viertel von früher hat das jetzt wirklich gar nichts mehr zu tun. Bei diesem extremen Fall der Gentrifizierung spricht man auch von Supergentrifizierung. Soweit alles klar? Hier noch einmal kurz das Wichtigste. Gentrifizierung ist ein Prozess, der vor allem in innerstädtischen Vierteln von Großstädten auftreten kann. Dabei wird die junge, hippe Bevölkerung durch Mieterhöhungen aus Szenevierteln verdrängt. Dafür ziehen dann besser verdienende Menschen in das Viertel und sorgen dafür, dass das ganze Viertel sich wandelt. Wenn sich dann selbst die besser verdienenden die Mietpreise nicht mehr leisten können, spricht man von Supergentrifizierung. Wenn euch das Thema noch mehr interessiert, dann checkt auch unsere anderen Videos zum Thema Stadtgeografie ab. Ansonsten sage ich, haut rein, Leute! Hi, hier ist Nico von Simple Club. Du schreibst bald eine Klausur? Mit der Simple Club App bereiten wir dich perfekt auf alle Klausuren vor. Du sagst uns einfach nur Datum und Thema und wir erstellen dir den perfekten Lernplan. Mit allen Videos, allen Übungsaufgaben und allen Zusammenfassungen, die du brauchst. Klick jetzt hier und hol dir die App.